allem, liebe Blubberfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Büchervideo. Ich habe euch heute den Bücherliebe-Tag mitgebracht. Den habe ich am Valentinstag bei der lieben Sarah auf ihrem Kanal Alice im Bücherland entdeckt. Liebe Sarah, an dieser Stelle ganz liebe Grüße an dich. Ich habe so viel Spaß mit deinem Tag gehabt und dachte mir, ich klaue mir die Fragen direkt und beantworte sie hier bei Ankers Geblubber. Dieser Tag besteht aus lediglich 6 Fragen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir relativ schnell durch sein werden. Ihr seht es jetzt schon an der Zeitanzeige, wie lange ich wirklich geblubbert habe. Es liegen tatsächlich so ein paar Bücher neben mir, definitiv mehr als 6. Deswegen lasst uns loslegen. Ja, so geht's schon mal nicht, Anka. Lasst uns loslegen, liebe Blubberfreunde, und viel Spaß mit dem Bücherliebe-Tag. Die erste Frage lautet: Die erste große Liebe. Welche Geschichte hat in dir die Liebe zu Büchern entfacht? Da wir uns hier in meinem Video und auf meinem Kanal befinden, dachte ich mir, schreibe ich die Regeln selbst und beschränke mich nicht nur auf ein Buch, denn meine Leseleidenschaft hat definitiv mit mehr Büchern begonnen und den richtigen Starter kann ich euch an dieser Stelle gar nicht zeigen. Es waren damals, also meine erste bewusste Leseerinnerung sind die Leselöwen. Kennt ihr die Leselöwen von damals? Ich bin wirklich immer in die Bücherei geradelt mit meinem Fahrrad und habe mir da die Leselöwen ausgeliehen. Das sind immer verschiedene Geschichten gewesen, immer relativ groß geschrieben. Daran kann ich mich noch erinnern. Das waren so die allerersten Bücher, die ich wirklich im Akkord auch gelesen habe. Also da habe ich wirklich viel Spaß dran gehabt und da habe ich eins nach dem anderen verschlungen. Dann ging es weiter mit einer meiner Kindheitsheldinnen. Wer hat die Bücher von Enid Blyton nicht verschlungen und geliebt? Also Honey und Nanny, da war ich total mit dabei. Die Dolly-Bücher habe ich jetzt, glaube ich, weniger gelesen. Aber Honey und Nanny, da kann ich mich noch an so einige tolle Lesestunden erinnern. Auch hier habe ich mir die meisten Bücher ausgeliehen. Aber hier den ersten Band, den habe ich auch immer noch zu Hause. Tina und Tini fand ich dann schon eine Ecke spannender. Ich glaube, die haben nochmal ganz andere Fälle auch schon gelöst. Da ging es schon so ein bisschen in die Richtung Kriminalfälle. Genauso wie hier. Enid Blyton fand ich auch furchtbar. Enid Blyton. Die 5 Freunde fand ich auch super spannend, super, ja, fesselnd auch. Da habe ich auch viele Hörspiele von gehört, glaube ich, damals. Und ihr merkt so, dieser Krimi-Thriller-Touch hat sich damals schon bemerkbar gemacht. Meine Liebe für Spannungsromane, Thriller wollen wir ja in dem Alter noch nicht sagen. Deshalb ist für mich auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Reihe diese hier. Mystery Club habe ich damals auch so sehr geliebt. Es sind 3 Freundinnen, Holly, Belinda und Tracy. Alle 3 lieben Krimis, sie lesen sie unheimlich gerne, aber werden dann auch immer wieder selbst in aufregende Kriminalfälle verwickelt. Das ist auch so eine Jugendbuchreihe, die mich tatsächlich selbst zum Schreiben inspiriert hat. Deswegen stehen hier auch noch einige Bände von dieser tollen Reihe bei mir im Bücherregal, weil ich damit einfach wahnsinnig viel verbinde. Frage Nummer 2. Liebeskummer. Welches Buch hat deine Erwartungen nicht erfüllt? Bitte, liebe Blubberfreunde, lyncht mich nicht. Wir alle wissen ja, Geschmäcker sind verschieden. Und ich bin eigentlich mit sehr positiver Einstellung an dieses Buch herangegangen, weil es war in den letzten Wochen und Monaten wirklich allgegenwärtig. Ich habe es gefühlt auf jedem Instagram-Profil, in jedem YouTube-Video irgendwie auftauchen sehen und die Meinungen zu diesem Buch bzw. zu der kompletten Reihe waren immer, immer positiv. Deswegen dachte ich, hey Anka, liest du auch mal rein, zumal du gerade eh in Liebesromanstimmung bist. Ich lese bzw. höre gerade viele Romane aus dem Bereich Romance und habe da wirklich ganz, ganz, ganz viel Spaß dran. Deswegen dachte ich, hey, für dich könnte Redwood Love auch etwas sein, zumal es ja hier auch um eine Tierarztpraxis geht. Ich bin eine große Tierliebhaberin. Ihr wisst vielleicht, dass ich 1 bis 2 Mal im Jahr nach Namibia fliege und dort in einem Tierschutzprojekt mitarbeite. Das heißt, Tiere haben für mich einen sehr, sehr, sehr hohen Stellenwert. Und wenn es dann in einem Buch sogar um Tiere bzw. um eine Tierarztpraxis geht, dann ist das für mich schon mal so ein erster Pluspunkt. Trotzdem zeige ich euch das Buch jetzt nicht bei der Frage, in welches Buch hast du dich zuletzt verliebt, sondern welches Buch hat dich zuletzt enttäuscht. Es war tatsächlich Redwood Love. Das lag aber nicht an der Geschichte an sich. Ich muss auch gestehen, ich habe es nicht zu Ende gelesen. Ich habe es wirklich nur, weiß ich nicht, bis Seite 50, 60 oder so gelesen, überhaupt nicht weit. Wisst ihr, was mich brutal gestört hat? Das war der Schreibstil. Ich sehe gerade, ich habe gar nicht bis Seite 50 durchgehalten. nein, ich sehe hier gerade so die Seite
auf der ich zum ersten Mal gedacht habe, Anka, was war das denn? Mach das Buch mal lieber zu, leg's auf die Seite, atme tief durch und probier's morgen nochmal. Lies morgen nochmal rein. Es ist die Stelle, ich zeig's euch kurz. Hier, da steht Wedel, Wedel. Und das ist für mich absolut unverständlich. Ich höre kein Hörbuch, ich gucke mir keinen Film an, sondern ich lese etwas. Und Lesen hat für mich ganz viel mit Wörtern zu tun, logischerweise. Und wenn ein Autor, beziehungsweise in dem Fall eine Autorin, ein Schwanzwedeln nicht beschreiben möchte, was man doch mit Worten so toll machen kann. In einem Film geht das nicht so gut. Man sieht das Schwanzwedeln. In einem Hörbuch kannst du es vorlesen, in einem Hörspiel kannst du es vielleicht noch irgendwie anders untermalen. In einem Comic ist es vielleicht Wedel-Wedel, aber in einem Buch, in einem Roman, meiner Meinung nach, hatte ein Wedel-Wedel überhaupt nichts drin verloren. Und es war nicht das erste Mal, das kam nämlich schon ein paar Sätze davor nochmal. Und da frage ich mich, ist es in dem Fall wichtig gewesen für die Geschichte, dieses Wedel-Wedel? Wie gesagt, ich habe dieses Buch dann auf die Seite gelegt, am nächsten Tag wieder aufgeschlagen, war nochmal positiv gestimmt, weil ich wusste ja, so vielen Leserinnen und Lesern hat diese Geschichte so gut gefallen. Ich blätter um auf die nächste Seite und da steht dann Krechts, Krechts, Krechts. Und das war mir echt zu viel. Ne? Ich dachte, okay, ein bisschen durchhalten kannst du noch, nimmst du dir nochmal einen tiefen Atemzug und liest nochmal ein bisschen weiter, dieses Krechts, Krechts, Wedel, Wedel, vielleicht kommt noch ein Miau, Miau oder so dazu. Versuchst es mal zu ignorieren, liest du weiter. Dann war da Kate. Kate ist der männliche Protagonist hier und der war mir so unsympathisch und hat sich auch so dämlich irgendwie ausgedrückt, dass mir echt der Spaß am Lesen verloren gegangen ist. Ich glaube, wenn es nur Kate gewesen wäre, der mir nicht gefallen hätte, dann hätte ich dem Buch definitiv noch mehr Seiten Zeit gegeben, um mich zu erreichen. Aber der Schreibstil hat mich echt fertig gemacht, Leute. Ich fand den grausig, obwohl dieses Potenzial, dass das Buch so ein großes Potenzial für mich hatte. Ich fand auch den Auftakt total spannend, wie die junge Frau Avery mit ihrer autistischen Tochter eben nach Redwood kommt. Super interessant, mal eine andere Protagonistin irgendwie, aber ich konnte nicht mehr. Ich konnte dieses Wedel-Wedel, Krechts-Krechts und diese Ausdrücke, diesen banalen Schreibstil, ich konnte es einfach nicht ertragen. Also man kennt es ja von seichten Romanen, dass vielleicht nicht der gehobenste Schreibstil irgendwie genutzt wird. Den will ich auch gar nicht. Ich will ihn auch in solchen Büchern gar nicht. Aber ich will schon... Ich will mich schon einlullen lassen und ich will nicht ständig über irgendwelche Wörter, über irgendein Wedel, Wedel, Krechts, Krechts und irgendwelche Ausdrücke stolpern. Das war so gar nichts für mich und ich bin wirklich traurig, dass es daran gescheitert ist, denn ich habe mir so viel von dieser Reihe irgendwie erhofft. Aber gut, das ist meine Meinung. Ich weiß, diese Reihe hat sehr viele Leserherzen, Leserinnenherzen, Leser-Innenherzen berührt und das ist auch gut so. Für mich war es aber trotzdem leider nichts. Kommen wir schnell zu Frage Nummer 3, der Liebesbrief. Welches Buch aus vergangenen Tagen holst du immer wieder hervor, um es erneut zu lesen? So, eigentlich bin ich überhaupt kein Typ für Rereads. Ich habe so viele ungelesene Bücher bei mir im Bücherregal stehen, dass ich gar nicht daran denke, zu einem Buch zu greifen, das ich bereits gelesen habe, weil die Geschichte kenne ich ja schon. Trotzdem habe ich bewusst auch einige Bücher in meinem Bücherregal stehen lassen, die ich schon gelesen habe, weil ich denke, vielleicht werde ich da doch irgendwann nochmal einen Blick reinwerfen. Aber eigentlich bin ich kein Kandidat für Rereads. Es gibt nur eine Buchreihe, die ich schon mehrfach gelesen habe. Und ich glaube, ihr könnt euch denken, welche das ist. Harry Potter, ganz klar. Das ist für mich eine Reihe, die ich mehrfach lesen kann, in die ich auch gerne ein weiteres Mal eintauche und auch schon eingetaucht bin, egal ob auf Deutsch oder auf Englisch. Die englischen Bücher stehen bei mir auch im Regal. Ich liebe diese Reihe und sie wird für mich auch nie irgendwie an Reiz verlieren. Auch wenn man die Buchreihe schon mehrfach gelesen hat, entdeckt man doch immer wieder Neues zwischen den Zeilen teilweise auch. Und das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Also meine Antwort auf diese Frage, Harry Potter. Frage Nummer 4. Ja, ich will. Welches Buch würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen und es bis an dein Lebensende immer wieder lesen? Wir können hier an dieser Stelle auf Repeat drücken und die Antwort auf die zuvorgestellte Frage einfach nochmal einblenden. Ganz klar, Harry Potter würde ich immer wieder lesen. Vielleicht würde ich mir noch den Schuber zulegen, sodass
diese komplette Reihe als ein Buch gilt, dann würde ich diese mit auf die einsame Insel nehmen und ich wäre glücklich bis an mein Lebensende. Aber ihr wollt ja vielleicht nochmal ein anderes Buch hier in diesem Tag-Video sehen, deswegen habe ich mich zusätzlich zu einem alternativen... Nein. Deswegen habe ich mich entschlossen, euch einen alternativen Titel zu zeigen. So, langsam, Anka. Ich bin nämlich nochmal anders an diese Frage herangegangen. Und zwar dachte ich mir, ich sollte auf jeden Fall ein Buch mitnehmen aus meinem Bücherregal, das ich noch nicht kenne. Und wenn es nur eins sein darf, dann muss es das dickste sein, weil von dem habe ich ja dann auch am längsten irgendwie was. Und das dickste, noch ungelesene Buch in meinem Bücherregal hat ein ziemlich gruseliges Cover. Ich weiß nicht, ob ich dieses Buch als Begleiter wirklich mit auf eine einsame Insel mitnehmen sollte. Aber gut, ich habe mich jetzt dafür entschieden, deswegen zeige ich euch jetzt Der Übergang von Justin Cronin. Gott, oh Gott, oh Gott, also dieses Cover macht mir gerade so ein bisschen Angst. So ganz genau habe ich es mir, glaube ich, noch nicht angeschaut. Oh Gott, das Mädchen ist auch noch auf dem Buchrücken drauf. Ja, diese Reihe wird ja wirklich von vielen, vielen, vielen sehr gefeiert. Und ich glaube, die ist auch qualitativ hochwertiger als die Redwood-Reihe. Zumal es ja auch ein ganz anderes Thema ist. Also bitte da, die brauchen wir gar nicht miteinander zu vergleichen. Ich habe nur gerade dran gedacht, ne, die Reihe wird auch so hoch gelobt. Deswegen heißt es noch lange nicht, dass sie mir gefallen muss. Klar, logisch. Aber ich bin tatsächlich neugierig, auch wenn ich dieses Buch bisher noch nicht zur Hand genommen habe, weil es ist auch wirklich unhandlich. Ne? Es ist saumäßig schwer, es ist unhandlich. Und ich bin eigentlich auch nicht so das typische Zombie-Mädchen. Mit Zombie-Mädchen bekommen wir es hier aber, glaube ich, in dieser Geschichte zu tun. Es geht um Amy. Amy ist gerade mal sechs Jahre alt, als sie entführt wird. Und sie wird verschleppt auf ein geheimes medizinisches Versuchsgelände. Dort werden Experimente gemacht, die zum Ziel haben, die Menschheit unsterblich zu machen. Nun gehen diese Experimente aber schief und die Menschheit rennt mit großen Schritten ihrem Ende entgegen. Deswegen auch der Untergang. Es gibt nur eine Person, die Menschheit vielleicht doch noch retten kann. Und das ist unsere Amy. Stephen King hat zu diesem Buch gesagt, lesen Sie dieses Buch und die Welt, wie Sie sie kennen, wird es nicht mehr geben. Klingt vielversprechend und ich werde sicherlich auch irgendwann reinlesen. Vielleicht dann, wenn ich tatsächlich auf einer einsamen Insel strande und zufällig der Übergang dabei habe. Frage Nummer 5. Blind Dates. Huiuiui. Nenne einen Autor oder eine Autorin, die du gerne einmal kennenlernen oder daten würdest. Also daten möchte ich definitiv niemanden, aber kennenlernen würde ich unheimlich gern mal Petra Hülsmann. Ich bin gerade so ein großes Fangirl von ihr geworden. Ich verschlinge gerade alle ihre Romane. Ich glaube, 5 sind bisher erschienen und ich bin gerade wirklich auch schon im 5. angekommen. Im Januar habe ich angefangen und jetzt Mitte Februar bin ich tatsächlich schon im letzten Buch angekommen. Ganz, ganz, ganz traurig. Ich hoffe, dass ganz, ganz bald ein weiterer Roman von ihr rauskommt. Sie schreibt Hamburg-Romane, also Romane, die in Hamburg spielen, was bei mir schon ein riesiger Pluspunkt ist. Und sie schreibt so fantastisch. Ich glaube, ich könnte mich mit ihr stundenlang unterhalten und ich würde sie unheimlich gern mal kennenlernen. Eine weitere Autorin, die ich total toll, spannend, faszinierend und einfach wunderbar finde, ist Kerstin Gier. Die kenne ich schon persönlich, aber wir hatten noch nie die Möglichkeit, uns mal ganz in Ruhe hinzusetzen, Tässchen Tee zu trinken und in Ruhe zu blubbern. Ich meine, mit der Kerstin Gier habe ich schon die ein oder andere Aktion für Ankas Geblubber gemacht. Es gibt tolle Beiträge auf meinem Blog. Übrigens, tada! Habt ihr schon gehört? Mein Blog ist wieder online. Verrückt aber wahr, Ankas Geblubber, der Blog, ist wieder online. Und ihr könnt da also tatsächlich in alten Beiträgen stöbern und euch zum Beispiel Kerstin Giers Poesiealbum-Eintrag anschauen oder in Kerstin Giers Bücherregal stöbern. Ich werde euch einfach mal die schönen Beiträge hier unter diesem Video verlinken. Schaut doch mal vorbei und besucht mich doch auch gerne mal wieder auf meinem Blog. Es hat sich so ein bisschen was verändert und ich würde mich freuen, wenn ihr mich einfach mal wieder besuchen kommt. Kommen wir zur letzten Frage und die lautet One Night Stand. Von welchem Autor würdest du kein zweites Buch lesen? Also, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, wenn ich euch jetzt an dieser Stelle weder Autorennamen nenne, noch irgendwelche Bücher zeige. Ich möchte aber trotzdem ganz gern mit euch über diese Frage, beziehungsweise meine Antwort, meine Gedanken zu diesem Thema sprechen. Es gibt drei Gründe, glaube ich,
warum ich nicht zu einem zweiten Buch eines Autors oder einer Autorin greifen würde. Punkt Nummer 1. Wenn mir der Schreibstil so überhaupt nicht zusagt, dann ist es ja meistens auch so, dass sich dieser Schreibstil, klar, natürlich entwickelt sich auch der Schreibstil eines Autors oder einer Autorin im weiteren Verlauf ihrer oder seiner Schreibarbeit weiter, aber es kann ja sein, dass man da einfach nicht zusammenkommt, dass der Schreibstil mir überhaupt nicht zusagt und dann habe ich auch wenig Lust, zu einem anderen Buch des Autors oder der Autorin zu greifen, weil ich denke, hey, da kann die Geschichte noch so gut sein, aber wenn ich nicht reinkomme in diese Geschichte, wenn mir der Lesefluss fehlt, weil ich ständig über irgendwelche Formulierungen stolper, über ein Wedel, Wedel, Krächz, Krächz oder sowas in die Richtung, dann ist das einfach nicht für mich. Und dann ist es auch okay. Geschmäcker sind verschieden, das ist vollkommen in Ordnung. Punkt Nummer 2, und da spreche ich leider aus eigener Erfahrung. Wenn ich ein Buch von einer Autorin oder einem Autor gelesen habe, ist egal, wie es mir gefallen hat, womöglich sehr, sehr, sehr gut, und ich dann erfahre, dass es sich um ein Plagiat handelt, vielleicht nicht gerade in diesem Fall, es kann auch ein anderes Buch sein, in dem Plagiate drinne waren, sind, wie auch immer, dann ist bei mir auch der Ofen aus. Also dann hat der Autor, die Autorin bei mir keine Chance mehr. Dann, ich meine, es gibt so viele Bücher, so viele Autoren, die gern gelesen werden möchten. Und wenn es sich ein Autor so selbst versemmelt, dann habe ich auch keinen Bock mehr, weitere Geschichten von dieser Person zu lesen. Da können sie noch so gut sein, aber nein, danke. Punkt Nummer 3, und ich versuche diese Antwort jetzt zum 500.000. Mal irgendwie hier vorzutragen. Es ist gar nicht so einfach, meine Gedanken in Worte zu fassen. Ich höre mich irgendwie an wie so ein kleines, bockiges Mädchen, wenn ich über dieses Thema spreche, aber irgendwie ist da für mich so eine Grenze überschritten und deswegen kommt dieser Punkt hier auch einfach mit in die Antwort rein. Ich möchte kein weiteres Buch von einem Autor oder einer Autorin lesen, der bzw. die unprofessionell auf Rezensionen reagiert hat. Das kann meine Rezension sein, das kann eine Rezension von Bloggerfreunden sein. Wenn da unprofessionell und total nicht nachvollziehbar reagiert wurde, dann habe ich auch keinen Bock, weitere Bücher dieser Person zu lesen. Da kann auch die Geschichte noch so gut gewesen sein, aber ich kann auch gar nicht mehr unvoreingenommen in diese weiteren Bücher reingehen, wenn mich irgendwas an dieser Person so gestört hat und wenn es einfach so, so unprofessionelles Verhalten war, dann ist für mich wirklich eine Grenze überschritten. Da geht bei mir auch sofort, da fährt so eine Wand runter, die sagt so, ey, nee, hier ist eine Blockade, da kann ich auch gar nicht weiterlesen, möchte ich nicht weiterlesen. Ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen, aber ich glaube, ich hab's jetzt so ein bisschen geschafft, meine Gedanken sinnvoll zu ordnen. Ihr könnt mich hoffentlich verstehen. Ihr könnt hoffentlich verstehen, was ich meine. Wenn nicht, vergesst Punkt 3. Ich glaube, 2 Punkte, 2 Antworten sind auf eine Frage auch genug. Was für eine Geburt, oder? Liebe Blubberfreunde, wir sind mit dieser Antwort tatsächlich auch am Ende des Bücherliebe-Tags angekommen. Ich möchte gerne von euch wissen, wie ihr denn diese Fragen beantworten würdet. Schreibt mir eure Antworten gerne direkt per Kommentar hier unter dieses Video oder nehmt euch den Tag doch einfach mit auf eure Blogs, auf eure YouTube-Kanäle, auf eure Instagram-Profile, ist ja mittlerweile auch ein großes Thema. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Fragen ebenfalls beantwortet und wenn ihr das getan habt, dann lasst mir doch auch bitte die Links zu euren Beiträgen zukommen. Ich habe jetzt hier noch einen Zettel vor mir, auf dem ich mir tolle Kanäle und tolle Blogs notiert habe, von denen ich mir gerne wünschen würde, dass sie diesen Tag auch beantworten. Ich glaube aber, dass dieser Tag schon älter ist und es kann sein, dass er vielleicht von euch, liebe Getaggte, schon gemacht wurde. Aber dann ist es schon eine ganze Weile her. Vielleicht habt ihr Lust, diesen Tag nochmal rauszukramen und ihn erneut zu beantworten. Ich möchte taggen und ich würde mich freuen, wenn ihr an diesem Tag teilnehmt. Die liebe Anna vom Kanal Chatterbooks, die Franzi vom Kanal Die Bücherseelen, den Philipp vom Kanal und vom Blog Bookwalk, die Emma vom Blog Geschichten, die liebe Lena vom Kanal Expecto Booktronum und zum Schluss noch die liebe Anna vom Kanal The Book Stories. Sie habe ich erst kürzlich entdeckt und finde ihre Videos ganz toll. Hier verhaspel ich mich. Ich finde ihre Videos, ehrlich gemeint, sehr schön und würde mich freuen. Liebe Anna, an dieser Stelle ganz viele Grüße an dich, wenn du den Tag mitnehmen würdest. Gut, liebe Blubberfreunde, das war's für heute tatsächlich. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Büchervideo gefallen. Wenn ja, dann schaut doch gerne beim nächsten Mal wieder rein oder besucht mich zwischenzeitlich auf meinem Blog, auf meiner Instagram-Seite oder bei Facebook.